Willkommen zu meiner Mini-Lesung. Ich lese heute den Beginn meiner Erzählung Hominide. Tag 1. Allen Ernstes hielt sie mir die aufgebrochene Eischale mit beiden Händen vor die Nase, bis an den Rand gefüllt mit dem schleimigen Straußeneiklar, das zu schlürfen zwar in manchen Situationen, wie etwa auf einem mehrtägigen Streifzug durch die Savanne, durchaus angebracht war. Aber jetzt und hier, wo wir einander in trauter Zweisamkeit gegenüber saßen, wie ein Faustschlag aus der Tiefe der menschlichen Vorgeschichte wirkte. Natürlich blieb ich höflich und tat, als freute ich mich über ihre freundlich gemeinte Geste, tippte die Schale, eine Idee zu stark, mit den Fingern an, sagte erschrocken, ups, und bemühte mich, dem sie zur Seite neigenden, aus ihrem Griff rutschenden und schnurstracks zu Boden sausenden Ei in ehrlicher Betroffenheit nachzustarren. Maluma seufzte verärgert, schüttelte den Kopf und rief, »Wenn du weniger Geschichten erzähltest, wärst du wohl nicht so ungeschickt!« Tatsächlich spann ich insgeheim an einer ausführlichen Schilderung dessen, wie Eiklar und Dotter, inmitten der zerschellten Schalensplitter allmählich in den an dieser Stelle mäßig feuchten Waldboden sickerten, dabei ganze Armeen von Ameisen und Fadenwürmern auf den Plan riefen und einen mehr als reichlichen Beitrag zur tierischen Nahrungskette ablieferten. Indes verlor ich kein Wort darüber, um Maluma nicht noch zusätzlich zu verärgern. Immerhin hatte sie sich bereits von mir fortgewandt und hüpfte aufs benachbarte Gehölz, wo sie die Arme nach oben streckte, einen Ast packte und sich allmählich aus meinem Blickfeld hangelte, dorthin, wo ich den Großteil meiner Brüder wähnte. Der Wald blieb angenehm friedvoll und die anderen hielten still. Wohl horchte ich auf ungewohnte Geräusche, versuchte mich auf die unmittelbare Umgebung zu konzentrieren und das dichte Blattwerk mit meinen Blicken ein bisschen weiter als sonst zu durchdringen, doch nichts verriet das Kommende. Maluma nachzuhüpfen hatte ich keine Lust und auf diese Weise verging der ganze Vormittag. Die Sonne stieg in den Zenit und die Blätter schützten uns vor allzu brennender Hitze. Schattig verlief unser ganzes Leben, dachte ich. In gewisser Weise war das gut so, denn der Schatten schützte uns vor vielen Gefahren. Ich setzte mich aufrecht, verlor die Berührung zum Stamm in meinem Rücken und spähte ringsum, vielleicht um mich zu vergewissern, dass ich tatsächlich allein war und niemand mich beachten würde. Der Schatten ging mir nicht mehr aus dem Kopf, denn seine schützende Seite verbarg eine zweite. Eine Rückseite, abgewandt von uns, dunkel und geheimnisvoll, und je mehr ich darüber nachdachte, desto deutlicher stand mir vor Augen, dass wir nicht das Geringste von dieser anderen Seite wussten. Seit kurzem verspürte ich eine seltsame Unruhe, geradezu als wäre es an der Zeit, die tagtägliche Unauffälligkeit ein für allemal zu durchbrechen. Doch was Generation um Generation unauffällig verlaufen ist, wird sich kaum ohne Zutun auffällig verändern. Und Zutun setzt voraus, dass irgendjemand etwas tut. Ein Urheber. Jemand, der, wenn er schon nicht die Fäden zieht, den Anstoß zur Veränderung gibt. Sollte ich in der Lage sein, etwas anzustoßen? Oder stieß ich lediglich Straußeneier in den Abgrund und mit ihnen die Wertschätzung jenes Wesens, das mir am allerliebsten war? Mein Herzklopfen wurde stärker. Wäre ich kein Australopithecus afarensis, hätte ich nun schlagartig eine Entwicklungsstufe übersprungen. Wenn ich recht überlegte, lag der Schatten des Waldes nicht nur über unserem Leben, sondern über allem, was wir taten, was dasselbe ist. Ich streckte den Hals und kratzte mich unter dem Kinn. Was taten wir eigentlich? Wir saßen herum, aßen, was wir fanden, kletterten von Wipfel zu Wipfel, räuberten Wespennester, wir schliefen, neckten einander, kopulierten und zogen die Kleinen groß, damit sie wieder herumsaßen, aßen, was sie fanden, von Wipfel zu Wipfel kletterten, Wespennester räuberten, schliefen, einander neckten, kopulierten und die Kleinen groß zogen, obwohl wir den kausalen Zusammenhang dieser beiden Dinge noch gar nicht erkannten.
Alles wiederholte sich. Alles. Ich seufzte. Es ging doch nicht an, tausende von Jahren immer nur dasselbe zu tun. Auf den Bäumen rumzulungern, um sich um die saftigsten Blätter und Früchte zu zanken und dass wir, wenn wir uns einmal auf den Boden wagten, befürchten mussten, von einer durchs Dickicht schleichenden Großkatze angefallen zu werden, die mit ihren Säbelzähnen jeden Brustkorb aufknackte. Meine Gedanken fingen zu galoppieren an. Ein Grinsen spannte mein Gesicht, weil sich eins ins andere fügte und mir zusehends klar wurde, dass tatsächlich ich es war, der etwas ins Rollen bringen konnte und auch musste. Und die anderen? Meine Kameraden, meine Freunde, meine Clique, ach was sage ich, die Verwandtschaft, die Familie, meine Sippe? Kein bisschen helle die Rotte. Tag ein, Tag aus dümpelten sie träge dahin, also beschloss ich, ein wenig Klarheit ins Dunkel zu bringen, meinen Leuten eine Kerze anzuzünden, nach der Devise, es werde Licht und so. Wo sollte ich anfangen? Bei wem? Mit wem? Konnte ich sie einzeln zu mir holen und mit ihnen reden? Mit Konrad, meinem Bruder? Vielleicht. Auch im Gespräch mit Lau, ebenfalls mein Bruder, vermochte ich mir vorzustellen. Doch wenn ich an Costello dachte, den stärksten unserer Sippe, wurde ich unsicher. Natürlich sind es die Starken, die eine Gruppe anführen, so auch Costello. Wenn ich also bei ihm vorstellig wurde, ihm zuraunte, was mir durch den Kopf ging, nein, dabei hatte ich kein gutes Gefühl. Nicht auf diese Weise. Es kam viel besser an, wie der blutjunge Bongo zu reagieren. Ihn nannten wir so, weil er immer den Affen markierte. Lustig, schalkhaft und tollpatschig, manchmal frech, doch stets bereit, das Gesagte zurückzunehmen, sein Tun als Ulk und das Verstandene als Missverständnis darzustellen. Leider besaß ich nichts von dieser Gabe. Wir sprachen stets von Brüdern und niemals wurde zwischen Brüdern und Cousins, Schwägern und Kumpeln Unterschied gemacht. Sie hießen Konrad, Lau, Costello, Bongo und Carpe Diem und Reh und dann noch Rhododendron. Thorn nahm hingegen eine Sonderstellung ein, denn aufgrund seines Alters kam er nur als Onkel oder Großvater in Frage. Und schließlich gab es noch die Frauen, unsere Schwestern und Cousinen, Geliebten und Gefährtinnen, Jamila, Lucy, Ruth, Manisha, Akshaya, Isha. Aber so genau wusste im Grunde niemand über die Verwandtschaftsverhältnisse Bescheid. Schließlich lebten wir seit Ewigkeiten im Geäst und, wenn wir uns sicher genug fühlten, auf dem Boden des Waldes und in den Randgebieten der Savanne. Wenn zwei sich dabei näher kamen, Männchen und Weibchen, dann ergab sich einiges. Männchen und Weibchen, Weibchen und Männchen, Weibchen und Weibchen. Ja, auch das gab es. Vor allem, wenn sie uns, den Männchen, wieder mal zeigen wollten, dass sie uns eigentlich gar nicht brauchten. Aber das ist eine andere Geschichte. Wann wir begonnen hatten, von Männlein und Weiblein zu sprechen, entsinne ich mich nicht mehr. Diese sprachliche Veränderung stellte sich dermaßen schleichend ein, dass sie völlig unbemerkt blieb. Genug der Überlegungen. Ich musste hinaus, das heißt, zu den anderen. Wir hielten uns üblicherweise in einem recht überschaubaren Areal auf, so dass es mir ein leichtes war, den Rest der Sippe zu finden. Sie saßen alle im Geäst zweier Baumkronen, die auf eine Weise ineinander wuchsen, dass es kaum auffiel, wenn man von den Zweigen des einen Stammes auf die des anderen wechselte und umgekehrt. Costello thronte natürlich in der Mitte, der Pascha unseres Clans, mit dem Bauch offen nach oben, doch immerhin sein Geschlecht hing müde herab, und ich schöpfte Hoffnung, dass er die Rede, die ich zu halten vorhatte, nicht gleich unterbräche, indem er einer der Damen nachstieg. Um ihn, den unangefochtenen Herrscher, hockten sie herum. Lau und Carpe Diem in leises Gespräch vertieft, Bongo von Zeit zu Zeit aufhüpfend und eine seiner pseudo-artistischen Kapriolen zum Besten gebend, Jamila wie gewohnt kokettierend und Lucy mit einem Neugeborenen. Ich fasste es kaum, dass sie jeden Winter ein neues Kind zur Welt brachte. Ich ließ mich auf einer Astgabel nieder, die mir erlaubte, so gut wie allen ins Gesicht zu sehen.
Ein prüfender Blick und ein Abwarten, ob Costello mein Ansinnen bereits im Ansatz ersticken würde. Doch er schwieg. Daher begann ich, meine Stimme zu erheben, die Familie zu adressieren, indem ich die Namen ihrer Mitglieder abwechselnd nannte, jeweils zwei auf einmal, damit niemand der Idee verfiele, mich zu unterbrechen und seinem Namen ein geflissentlich vorgebrachtes »Hier« entgegenzuhalten. Ich sprach von den Gedanken, die ich mir gemacht hatte, von der Vorstellung eines Aufbruchs, der uns nicht nur vorbehalten war, sondern den wir umgehend angehen mussten, um seine Dynamik, die ich momentan unterstellte, am Gehen zu halten. Nur für einen Wimpernschlag fiel mir auf, welch rhetorischen Quatsch ich eigentlich daherquasselte, denn im Anfang ging es bloß darum, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, und dazu war mir zugegebenermaßen jedes Mittel recht. Mit Begeisterung schwadronierte ich vor mich hin und hoffte, die Funken meiner Inbrunst würden übergreifen. Zuerst dachte sich ja niemand etwas dabei, und möglicherweise war der einzige Funkenflug, den meine Halbaffen, wie ich sie kosend zu bezeichnen pflegte, tatsächlich begriffen, jener eines Gewitters, der nach dem Einschlag eines Blitzes ganze Waldflure niederstreckt und das einfache Dasein, das wir fristen, in jedweder Beziehung bedroht. Ich redete und redete und redete. Etwas gelangweilt brummelte Bongo, lange Reden würden die Vernunft zu Asche brennen, doch ich hielt jede Regung in den mich anglotzenden Gesichtern generös für das heiß erwähnte Echo, jedes Hochziehen der Augenbrauen, jedes Naserümpfen. Aber sonst kam da nichts. Nicht einmal ein unbeabsichtigtes Niesen gesellte sich zu den gewohnten Geräuschen des Urwaldes. Erschreckend lang dauerte mein Monolog, und als endlich Reh den Hals reckte, sich ein kleines Stück vorbeugte und über die Äste in meine Richtung zischte, kann denn endlich einer abstellen, ist ja nicht auszuhalten, das Gelaber. Da wusste ich, ich hatte gewonnen. Nun war es nämlich an Costello, mich gewähren zu lassen, und großmütig kam er seiner Aufgabe nach, machte gewissermaßen belustigt eine Geste fortzufahren, und die anderen zuckten lediglich vorsichtig mit den Achseln, wagten es schon nicht mehr den Kopf zu schütteln und atmeten insgeheim wohl auf, dass sie meiner Suada nicht auch noch Applaus spenden mussten. Ich fuhr daher fort. Mit Billigung Costellos wagte ich mich an den Kern der Sache und wählte eine Taktik, die jeden schmackhaft machte, was ich anstrebte. Mit dem Begriff der Veränderung konnten die meinen noch nichts anfangen, nicht einmal Lao, wie ich an seinen Augen erkannte. Doch ich holte etwas aus und beschrieb ein Leben, das niemand in dieser Form kannte, das allerdings, wie ich durchblicken ließ, durchaus im Bereich des Möglichen lag. Jeder wusste, wie mühselig die permanente Suche nach Früchten war, wenn uns die frugale Blätterkost bereits zum Hals heraushing. Vorräte anlegen klang einfach und sinnvoll. Jeder fühlte die Kälte der Böen, die von der Savanne her bliesen und uns speziell in den Wipfeln zu schaffen machten. Ein Zusammenrotten auf dem Boden und die Einrichtung von Windschilden schien einleuchtend und hilfreich. Jeder kannte die Gefahr, die von den Gestorbenen ausging, weil sie Aasfresser und Jäger anlockte und auf unsere Fährte führte. Die Toten verscharren oder von einem Fluss forttreiben lassen lag so nahe, und ich wunderte mich selbst, dass noch niemand vor mir daran gedacht hatte. Es hätte nichts gebracht, ihnen sofort alles an den Kopf zu werfen, was in den meinen vor sich ging, denn schließlich zielte ich darauf ab, für meine Gedanken auch einen Eingang in die Köpfe der anderen zu finden, damit sie die Gelegenheit erhielten, sich dort festzusetzen und weiterzuwachsen. Dass ich den Ruf des Kopflastigen besaß, der mir stets vorauseilte, war mir klar, doch es auf die Spitze zu treiben, hielt ich für gefährlich, denn sobald Costello oder Reh die Spitze erkannten, würden sie diese gegen mich wenden und mich, den ungebremst Redenden, den selbsternannten Lehrmeister, in die Wüste schicken. Und die lag irgendwo im Norden. Vorerst ging es um eine Wegbereitung, denn die Spur, die der Aurorin gelegt hatte, musste endlich zu einem sicheren Pfad werden, wo schon von Schotterwegen und befestigten Straßen ohnehin noch sehr lange keine Rede sein würde.
In unmittelbarer Nähe sollte der Pfad zu einem Unterschlupf führen, zu einer Art Behausung, die uns Schutz böte vor den Gefahren der Finsternis. Diese Worte rutschten mir richtig heraus, und etwas verblüfft über mich selbst stellte ich fest, dass ich längst wieder zum Fantasieren zurückgefunden hatte. Jedes der allmählich staunenden Gesichter wollte ich gewinnen, von den Vorteilen einer Zukunft überzeugen, die ich nur schemenhaft auszumalen vermochte. Als erste Behausung suchte ich die anderen zu beschwören, eigneten sich Höhlen, die wir zwar nicht im Dschungel, sehr wohl aber an den felsigen Erhöhungen am Rand der Savanne ausfindig machen konnten. Außerdem boten Windschilde einen gewissen Schutz und sie waren leicht herzustellen, mit Ästen, Reisigblättern. Gewiss wäre eine Unterkunft, eine feste Bleibe also, mit einer gewissen Sesshaftigkeit verbunden. Doch wem ginge das späte Nomadenleben nicht auch einmal auf die Nerven? Mich selbst, argumentierte ich, zipfe es furchtbar an, wenn ich mich an die Astgabelungen eines hohen, womöglich fruchtreichen Baumes gewöhnt hatte und plötzlich weiterziehen musste. Unter Umständen auf einen Maulbeerbaum oder, schlimmer, ein mächtiges Farngewächs. Nur weil der ursprüngliche Wipfel kahl gefressen war. Allmählich kreisten meine Vorschläge immer um dasselbe, und ich misste eine gute Pointe, etwas, das geeignet war, die Begeisterung der Sippe zu wecken und wach zu halten. Erschöpft verstummte ich. Eine kurze Pause, dachte ich, hätte ich mir redlich verdient. Jedoch gab ich den anderen damit Raum für ein Gegenmanöver. »Das sind viele Worte«, begann laut zögernd, und ich begriff, dass er Mühe hatte, eine runde Formulierung zu finden. »Ja, viele Worte«, fing nun Bongo den Ball auf. »Worte, Worte, Worte! Siehst du nicht, wie sie uns zufliegen, über unsere Köpfe purzeln und jeden ganz irre machen? Deine Worte sind irrlichter, 100 pro! Lästig sind sie und trotzdem leicht zu vertreiben durch jeden Wind!« Ruth lachte. »Gib Acht auf die luftigen Höhen!« Und Bongo: »Sieh, auch ich bin ein Wind!« Und er blies mir mitten ins Gesicht. Dann reckte er sich und begann seine Pantomime, die alle schon vom Ansatz her zum Prusten und Kichern brachte. Mit den Händen formte er in der Luft ein kugeliges Etwas. Dann schaute er nach unten, als vergewisserte er sich, dass niemand zufällig vorbeiging, und schickte das gedachte Paket mit Schwung auf eine Reise abwärts. Im unverhohlen Gelächter schnatterten alle durcheinander, äfften mein Gehabe nach und zeigten mit dem Finger nach unten, wo meine Worte bereits zerschellt waren, und irgendwo auch der Dotter von Malumas Straußenei eintrocknete. Denn dieses Bild wollte er mir nicht mehr aus dem Sinn. Wie es weitergeht mit meiner Hominidenfamilie, erfahrt ihr in diesem Buch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.